Der verantwortungsbewusste Aquarianer wird natürlich stets bemüht sein, die Ansprüche seiner Pfleglinge zu erfüllen. Hier und da muss man natürlich Kompromisse eingehen. Unsere Pflanzen, Fische und Wirbellosen kommen meistens aus tropischen Gebieten und wir können sie deshalb bei Temperaturen von 24 bis 26 Grad in der Regel gut halten. Manchmal jedoch gibt es Gründe, warum man sein Aquarium nur bei Zimmertemperatur halten möchte und sei es auch nur aus finanziellen Gründen. Deshalb ist die Frage nach dem Aquarium ohne Heizung durchaus berechtigt. Mit Pflanzen hat man dabei in der Regel keine Probleme, weil die weitaus meisten einen deutlich höheren Toleranzbereich haben als Fische. Sie sind oft sogar von sehr niedrigen Temperaturen bis zu hohen Temperaturen an die 30 Grad gut haltbar. Viele Wirbellose haben eine erstaunlich hohe Bandbreite. Einige wollen es aber doch wärmer, zum Beispiel die Bienengarnelen und ihre Zuchtformen. Andere jedoch, wie die meisten Schnecken oder die Amano-Garnele oder zum Beispiel die Garnelen der Davidi-Zuchtformen, sind geeignet, auch bei niedrigerer Temperatur zu halten. Man muss sogar sagen, dass einige Fische fälschlicherweise bei höheren Temperaturen gepflegt werden. Ein Beispiel davon ist zum Beispiel der Prachtflossensauger Sevelia lineolata oder der braune Orgitaranischwelz Otocyropsis pyrebebui, früher eher bekannt unter dem Namen Otocinclus negros. Darin ist oft der Grund zu suchen, warum diese Tiere im Aquarium relativ hinfällig sind. Viele neu entdeckte Fische sind eher bei kühlen Temperaturen zu pflegen, weil man heute auch an abgelegeneren Orten sucht, die man früher eigentlich gemieden hat. So sind zum Beispiel einige Nanofische sehr gut bei kühlen Temperaturen zu halten, wie zum Beispiel der Perlhuhn-Berbling Danio margaritatus, der Zwergraspora Microdevario cubutai oder der punktierte Zwergdanio Danio tinvini oder die Pandaschmerle Yaoshania pachychilus oder aber auch unser alter bekannter Kardinalfisch Tanichtis albonubis oder auch der allseits bekannte Leopardberbling mit all seinen Zuchtformen Brachydanio francei, nicht zu vergessen der Zwergkäpfling Heterandria formosa. Ja, oder der Guppi, Poecilia reticulata. Oder. Man sieht, dass es durchaus viele Arten gibt, die in einem Aquarium ohne Heizung gut zu halten sind. Man muss sogar sagen, dass manche Fische einfach zu Unrecht oder falsch bei höheren Temperaturen gehalten werden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Abonniert den Kanal und aktiviert das Glöckchen. Für Fragen benutzt bitte die Kommentarfunktion. Vielen Dank für euer Interesse.